Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Heute geht es um Profidünger. Nochmal um das Thema Profidünger von der Firma Grasshopper. Denn ich habe meine Dünger bekommen und der Christian, den ihr schon kennt aus diesen Videos hier, der wird uns auch nochmal besuchen und wird noch ein bisschen ausführlicher über das Thema Dünger, über diese Dünger sprechen. Wir haben mit der Firma Grasshopper eine Kooperation. Also deswegen ist es wieder ein Werbevideo, ganz klar. Die Produkte sind auch sehr teuer. Es sind eben Produkte, die vor allen Dingen im Profibereich angewendet werden. Und die Firma Grasshopper, die hat jetzt für euch halt eben den Shop aufgemacht, damit auch ihr diese Produkte kaufen könnt. Und ja, darum geht es heute. Viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, lieber Rasenfreaks, ja, das sind jetzt hier die drei Sorten, die ich bekommen habe. Einmal den Nero Mix 1238 und dann zweimal die C-Nymph Varianten, den CG 909 und den XL, exzellente den, ne? XL 528. Ja, lieber Rasenfreak. So, der Christian hat hier so eine kleine Dose jetzt von jedem Dünger mal mitgebracht. Das ist jetzt der Nero Mix 825, habe ich es mir richtig gemerkt? 1238. 1238, habe ich mir nicht richtig gemerkt. Okay. Ja, also das ist jetzt also hier ein Mischdünger, organisch-mineralisch. Also man sieht hier schwarze und weiße Körner. Und ich gehe mal davon aus, die schwarzen Körner sind die Organik und die weißen die Mineralik. Ja, was ist da jetzt eigentlich drin? Was ist eigentlich an Organik da jetzt drin? Also der Nero Mix hat 45% Organik. Das okay. Ist das schwarze Nero Korn, heißt es bei uns. Nero, weil es schwarz ist. Und deshalb heißt es auch Nero Mix, weil er eben gemischt ist mit einem Mineraldünger aus dem Profibereich auch. Okay. Und diese Nero Körner beinhalten auch Aminosäuren mit. Das macht den Dünger halt auch speziell. Und okay. Was ihn halt noch speziell macht, dass er halt auch drei verschiedene Stickstoffformen hat. Also sprich einmal dieses organisch gebundene, einmal Ammonium und einmal Harnstoff. Ah ja, also drei verschiedene Stoffe, die nachher in Nitrat umgewandelt werden. Richtig, weil Nitrat ist ja praktisch sofort verfügbar und wirkt natürlich auch ein gewissen schnelles Wachstum aus. Das habe ich jetzt in dem Dünger nicht. Der gibt es wirklich langfristig und halt langsam frei über eine bestimmte Periode, also bis zu 6 Wochen, gibt der Nährstoff frei. Und deshalb hat man da auch kein Stoßwachstum und nichts. Ne? Okay, warum ist denn jetzt so ein Dünger jetzt, ich sag mal, spezieller oder besonderer als jetzt so ein ganz normaler Blaukorndünger zum Beispiel? Wo ist denn da der Unterschied? Na gut, ein Blaukorn oder ein Entek oder irgendwie sowas ist halt einfach mineralisch. Da habe ich null organisch drin. Ich meine, in einem organischen Anteil habe ich natürlich, tue ich natürlich auch was fürs Bodenleben. Ja. Ein klassischer Mineraldünger, der düngt halt. Ich dünge auch den Boden, aber natürlich nicht mit dem Vorteil, was ich jetzt mit diesem Organischen halt dünge. Und in den Blaukern oder so, da ist auch Nitrat, also viel mehr Nitrat drin. Das ist dann reines Nitrat drin, also dass das sofort kommt. Ein klassischer Kalkammonsalpeter, wie man aus der Landwirtschaft kennt, das ist das reine Nitrat drauf, Vollgas, Wuchs, Explosion, 2 Wochen totmähen und dann ist nichts mehr. Genau. Und der Dünger gibt es halt wirklich schön gleichmäßig frei. Da ist noch ein bisschen Magnesium und Eisen mit drin, macht auch eine tolle Farbe. Also okay. Das wirst du hoffentlich sehen. Ich meine, wir haben hier auch eine tolle Farbe jetzt schon. Ja. Naja, danke. Ja, okay, also das ist ja genau das, was wir diesmal anders machen wollen. Ich habe tatsächlich auch früher immer so einen kräftigen Starterdünger genommen und dann hat es richtig gepowert. Und dann ist aber auch schnell das mit der Power vorbei gewesen und dann hat man meistens sich gewundert und dann wieder zu spät gedüngt. Und wir wollen mehr Gleichmäßigkeit haben dieses Jahr und das war genau das Konzept. Eben nicht so stoßartig, ganz gleichmäßige Verteilung, öfters gedüngt. Und dafür ist dieser Dünger genau auch gedacht. Genau, und das ist halt ein Dünger, ich meine, den kann ich auch, wir haben ihn bei dir auch im Plan regelmäßig mit drinnen. Auch noch andere Dinge, wo man dann noch später drauf zu sprechen kommt. Aber diesen Nero Mix, den könnte man auch einfach, also ich bei mir daheim, ich fahre den durch. Also auch durchfahren? Kein Thema, okay. Ja, da ist alles drin. Mal wieder rein. Da ist alles drin, was gebraucht wird. Und wie gesagt, nochmal auf das Thema mit den Aminosäuren, was halt den jetzt auch besonders macht, dass er einfach diesen Aminosäurenanteil mit drin hat. Also die Gräser oder Pflanzen produzieren Aminosäuren auch selbst. Ja? Aber das ist natürlich auch mit Energie
verbunden. Verbunden, was die Pflanze dann leisten muss. Und wenn ich jetzt halt Stressphasen habe mit Trockenheit oder auch Kältestress, kann ich ihr halt Aminosäuren liefern mit dem Neromix. Und so hat die praktisch die Energie nicht verbraucht, sondern von unserem Neromix bekommen und kann sie natürlich dann vom Stress, also praktisch den Stress rausnehmen. Okay, also das heißt, da ich schon die Aminosäuren gleich mitliefere und die Pflanze sie nicht selbst produzieren muss, hat die Pflanze weniger zu tun. Genau. Und kann dadurch einfacher wachsen und verbraucht nicht so viel Energie. Und das ist halt wie Pflanzenstärkung halt, ne? Ich meine, das ist ja auch so ein Thema, Biostimulanz, ja, Pflanzenstärkung und die Aminosäuren unterstützt halt einfach diesen Prozess. Okay, cool. Das ist das, was das so besonders macht. Sehr gut. Okay, schauen wir uns meinen nächsten Dünger an. Dünger Christian. Ich meine, selbst Profis brauchen Spickzettel. Das ist so, weil, wie gesagt, da ist so viel drin, das kann ich mal nicht alles merken. Ne? Wenn es nur NPK wäre, dann wäre das leichter und eine Stickstoffform. Aber ich muss da... Alles gut. Das macht die Sache menschlich. Jetzt gleich mal mit der Nase hin. Oh ja, das erstmal noch nicht auf die Hand. Und riecht schon. Nochmal, ich nehme das mal gerne auf die Hand. Okay, also der ist deutlich fein granularer. Also riecht das, angenehm. Also das ist jetzt wirklich aus dem Profibereich. Also den gibt es auch gar nicht anders granuliert. Der ist so fein, weil das ist wirklich ein Grünsdünger, also für die Golfgrüns. Ja. Und den gibt es auch gar nicht anders granuliert. Also den Neromix, wo man jetzt gerade gesehen hat, den könnten wir jetzt auch nicht auf die Grün schmeißen, weil der einfach zu grob ist. Und der ist natürlich super. Ich liebe diese fein granulierten Dünger, weil die halt unheimlich schnell verschwinden auch nicht von den Spindelmähern wieder aufgenommen werden. Da habe ich auch das Problem, wenn die Körner zu groß sind, dann nimmt der Spindelmäher immer diese groben Körner wieder auf und ich verliere meine ganze Düngung, weil ich sie mitten in den Fangkorb schmeiße. Also den siehst du auch nicht liegen. Und der ist sofort weg. Das ist natürlich ein Problem, wenn du ihn nicht liegen siehst, ne? Wenn er sofort wenn er nicht mehr sichtbar ist nach dem Streuen, da muss man schon genau gucken oder sich das... Oder sich das eben hier markieren, wie man fährt. Ich zeige ihn jetzt mal euch. Der ist auf dem Grün auch schwierig zu sehen. Der ist sogar auf dem Grün schwierig zu sehen. Machen wir Fokus hier. Ja, so sieht der aus. Sind Ärmel reingeflogen. Egal. So sieht das Zeug aus. So. Ja, der CG. CG 909, genau. CG, nehmen wir ihn mal wieder rein hier. Ja, so meine Dose. Die Dose. Ich rieche noch mal schnell dran. Nein, also, ja, riecht aber gut. Also. Der riecht nach Meer, sage ich immer. Ja, riecht er eigentlich dann erst richtig, wenn er feucht wird? Wird das noch stärker? Na, also ich denke, dass das jetzt normal, wenn du das jetzt düngst, dann wird es ja eingeregnet. Ne? Also das riechst du dann immer. Also ich habe das jetzt noch nicht, dass sich irgendwelche Golfer beschwert haben, wo mir dann irgendwie... Ne, das, was jetzt riecht, ist natürlich der... organische Anteil, in dem Fall 36% hat der Organik drin. Auch noch 36%. Ne? Und hat halt Kompostmaterial mit rein und Meeresalge. Okay. Ne? Und das ist halt auch Seenymph, kommt aus Irland. Also die Produkte mit dem Seenymph drauf sind aus Irland und da ist die Ascophyllum nodosum mit drin. Die was? Die Ascophyllum nodosum, die Alge. Ach, aus die der Alge, die Alge, die ganz ordinäre Braunalge. Das finde ich ja manchmal so ein bisschen pervers. Ne? Du hast so eine ganz eklige Braunalge, die eigentlich keiner am Strand haben will. Und die verarbeitet man zu einem hochwertigen Dünger. Genau. Ist das so? Ist so. Also wie gesagt, ich sage es immer zu meinen Kunden auch oder so, ich bezeichne das nicht wirklich als Dünger. Ich bezeichne die Alge als Pflanzenstärkungsmittel. Es ist so, die wächst an der Atlantikküste, ist allen Gezeiten ausgesetzt. Hitze, Kälte, Wind, also allen Wetterlagen, die es gibt, ist diese Alge ausgesetzt und sie überlebt es. Okay. Und deshalb hat die natürlich Inhaltsstoffe, die sie natürlich den Pflanzen... Und die nimmt das Gras, also das Gras nimmt diese Inhaltsstoffe auf. Auf, genau. Und wird dadurch wirklich gesünder. So ist es. Und das dient nicht als Dünger. Klar, es ist ein Dünger, ist auch Stickstoff ein bisschen drin, aber wirklich im Minimalsbereich. Ja. Und hat halt natürlich alle Spurennährstoffe, also wirklich alles, was es eigentlich gibt, hat diese Alge mit drinnen. Und im Profi-Golfbereich oder auch im Fußballbereich machen wir das natürlich auch flüssig. Ja. Im Privatgarten würde das vielleicht auch möglich sein, aber in dem Fall schlecht. ist es halt schwieriger. Und deshalb haben wir diese Alge auch diesen Granulaten halt zugefügt, um einfach das Granulat über den Boden auch zu bringen, weil die nicht nur übers Blatt wirkt, sondern auch über den Boden wirkt. Okay. Und sieht man das denn wirklich also auch oder sieht man das dem Gras nicht an? Doch,
das siehst du dem Gras an. Ja. Also wie gesagt, das ist wirklich so, das ist nicht, dass du das jetzt streust und am nächsten Tag huhu, sondern das muss auch erstmal in den Stoffwechsel und in den Kreislauf von der Pflanze aufgenommen werden. Auch. Das dauert natürlich ein bisschen. Ne? Also es ist wirklich so, man sieht es, dass das wirklich eine Wirkung hat, diese Alge, was die da einfach der Pflanze gibt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Cool, warte mal. Okay, ja, aber was sind das denn jetzt für Inhaltsstoffe? Also wir haben jetzt gelernt, da ist also die Alge mit drin. Und was noch? Da ist die Alge mit drinnen, da sind natürlich auch wieder Aminosäuren mit drinnen. Okay. Ja, und auch sehr viele natürliche Spurennährstoffe, Spurenelemente. Und jetzt wollte ich auch nochmal zurückkommen auf diese Stickstoffverteilung. Also das, was jetzt zum Beispiel in diesem CG909 ist. Wir haben vorhin gesehen, bei dem 12.3.8 haben wir 3 Stickstoffformen gehabt. Richtig, ja. Verschiedene, in dem haben wir 5 verschiedene. 5? Also habe ich also eine 5? Noch. Okay, und was ist da alles? 5 verschiedene Stickstoffbringer. Also Bringer, genau. Der Stickstoff ist aufgeteilt, also wir haben 9% und dieser ist aufgeteilt in 0,8% organischen Anteil, 3% Ammonium. 0,5 Nitrat, das ist das halt, was sofort kommt. Dann haben wir noch 3,3% Harnstoff. Auch wieder? Und noch Methylenharnstoff. Das ist halt praktisch auch nochmal ein langkettigerer Harnstoff, der dann nochmal mehr in die Langzeit wirkt. Ja. Cool. So, letzter Dünger, Christian. Ihr habt noch einen mitgebracht, den ich jetzt eigentlich nicht eingeplant habe, aber ist noch eine Variante, habe ich verstanden, von dem CG. Der hat jetzt ein bisschen Phosphor. Ja, der hat jetzt ein bisschen Phosphor, ne? Ja, aber das Kassi-G, das ist ein Xl. Also da erkläre ich jetzt auch gleich nochmal den Unterschied, dass du das auch weißt. Sollen wir das gleich erklären? Ja, machen wir gleich. Also CGXL. Also die sind beide aus dem Hause C-Nymph. Sind auch beide mit C-Nymph ist der Hersteller. C-Nymph ist der Hersteller aus Irland, von der Galway Bay. Kann man auch mal gucken. Galway Bay, wo die Alge auch produziert wird. Was ich auch nochmal dazu sagen wollte, weil viele sagen auch immer so, ja, mit der Alge. Und dann ist das irgendwie so industrielle Massenproduktion, also in dem Fall ist es wirklich so, die haben ihre Bauern oder ihre Farmer, die diese Algen ernten und das wird wirklich auf ganz einfache Art und Weise gemacht, also nicht irgendwie groß industriell, sondern die fahren mit ihrem Büttel raus, zack, drauf, haben und dann wird es gepresst oder getrocknet und geschreddert. Also wie gesagt, das ist noch wirklich so wie vor 50 Jahren wird da traditionell die Alge geerntet. Okay. Ja. Der Unterschied ist jetzt der, dass beim C-Nymph XL ist das Granulat mit drin von der Alge. Was? Ey! Was? Ey! Was machst du denn hier? Rufen! Nein! Doch! Hier, er crasht hier jetzt in das Interview. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Ich mache jetzt hier Werbung für Mojob. Nee, das machen wir nicht. Hau ab hier! Okay. Okay, ja. Entschuldigung, jetzt Mojob ist jetzt wieder weg. Also machen wir weiter. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Achso, genau. XL oder CG? Nee, also der Unterschied ist halt der, dass die XL-Dümmer haben das Granulat mit drin. Also die geschredderte Alge ist damit eingemischt und die CGs sind mit diesen flüssigen. Bei uns heißt das Superkonzentrat. Das ist die gepresste Alge. Ist das besprüht? Ach so. Und ich habe den CG bekommen. Also der 909 ist der CG. Und da ist also die Alge auf das Korn draufgesprüht. Draufgesprüht, genau. Okay. Du hast jetzt noch zwei Dünger mitgebracht, die ihr noch gar nicht im Shop habt oder die in den Shop reinkommen. Genau, weil das war ja auch das Thema so. Du hast letztes Jahr 100% organisch gemacht. Ja. Und jetzt haben wir ja praktisch Dünger. Wir haben jetzt keinen klassischen mineralischen. Wir haben alles Mischdünger, organisch mit mineralisch. Und jetzt habe ich noch einen Dünger dabei, also ich habe eigentlich zwei Dünger noch dabei, auch nochmal einen organisch-mineralischen und einen 100% organischen. Und die können wir gerne auch nochmal kurz ansprechen. Okay, das heißt, ihr wollt die auch in den Shop aufnehmen oder wovon hängt das ab? Davon, wie die Reaktion ist, ob die Zuschauer das wollen oder wovon hängt das ab? Nein, das hängt von nichts ab, wir machen das einfach. Okay. Also wie gesagt, weil das Thema einfach im Raum stand mit diesen 100% organisch, dass genau. Man da halt noch eine Alternative hat und die werden auch die nächsten Wochen im Online-Shop verfügbar sein. Ah ja, cool, also noch eine rein organische Düngung. Ja, dann zeig ich nochmal ganz kurz, gerne. Während wir hier die Sonne genießen. Es ist herrlich, herrlich. Einen haben wir noch im Petto. Das ist der falsche. Der falsche. Nee, ist da der falsche. Oh, nee, hast du noch mehr Dünger? Jetzt ist er weg. Da steht er. Ach, jetzt steht er da hinten.
Tja, so kann es kommen. Also da haben wir jetzt noch einen. Und so, jetzt dreh dich mal ein bisschen, sonst die Zuschauer. Er möchte eigentlich gar nicht auf dem Film sein. Ich will eigentlich nicht so, ich bin jetzt so fotogen. Ne? Nee, also wie gesagt, jetzt hier haben wir jetzt noch ein 100%ig organisches Produkt. Okay. Unseren Vega Pur. Vega Pur. Vega Pur. Also okay, wie gesagt, das ist wirklich, wir können es auch mal aufmachen, du kannst auch mal riechen, der riecht wirklich zum Anbeißen. Na, riechen wir mal ganz vorsichtig. Also riecht auf jeden Fall angenehmer noch. Also ein rein pflanzlicher Dünger. Und gewonnen aus Trockenschlempe, aus der Alkoholherstellung sind das Reste oder auch. Ach, deswegen riecht er so gut. Melasse und Maisstärkenproduktion ist da mit drinnen. Und wie gesagt, wir setzen den ein. Also wie gesagt, der wird auch eingesetzt im Profibereich. Okay. Das ist wirklich Futter für die Mikroorganismen. Cool. Und von den Nährstoffen her, das ist ein 5-2-1. Also wie gesagt, das ist 100% organisch. Da wird jetzt nicht hier der Explosionseffekt überhaupt nicht. Also wirklich alles im Rahmen, aber für den Boden wirklich ein Top-Produkt. Okay, ja, danke. So. Jetzt habe ich noch einen mitgebracht. Noch einen. Also wie gesagt, wir sind ja wirklich wahnsinnig breit aufgestellt. Ich habe jetzt natürlich nur die Dünger auch, oder wir haben jetzt einfach die Dünger im Shop, die einfach für den Privatkunden auch interessant sind. Ja. Und was auch Sinn macht, das ist jetzt auch nochmal ein Dünger aus dem Hause Sinumph. Okay. Also der ist auch von der Galway Bay. Sportsgras 628. Der ist jetzt relativ grob. Wir können den auch mal rausholen. Na, geht. Dann kannst du mal gucken. Geht. Wie gesagt, der ist jetzt halt ein bisschen... Warte. Und der ist doch immer noch feingranular. Ja, aber also, halt gröber jetzt wie so ein Excel oder so. Ne? Ja, okay. Aber nicht schlecht. Sieht auch gut aus. Und das ist ein 628. Oh, riecht wieder nach mehr. 4 Stickstoffformen drinnen. Okay. Also wieder organisch, Ammonium, Nitrat und Harnstoff, dass man wieder da diese weite, diese langkettige Streckung der Nährstoffe haben. Ja. Also der ist jetzt wirklich auch aus dem Profibereich, nehmen auch diese, also viele Sportstätten oder auch Bundesligisten. Okay. Gerade in Renovationszeiten ist der sehr gefragt. Also das ist jetzt auch wieder mit Alge und Kompost wieder drin. Ja. Und den kann ich auch wirklich empfehlen, wenn einer Soden legen will. Ich meine, das ist halt auch so ein Thema, dass man den unter die Soden mit einarbeitet, in die Tragschicht mit einarbeiten. Ja, Christian, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung. Danke auch. Vielen Dank fürs Kommen. Heute ist das Wetter schön. Heute das Wetter war super. Ja, ja, lieber Anfix, das war es soweit zum Thema Dünger von der Firma Grasshopper. Wie gesagt, ein Werbevideo, ganz klar. Ich hoffe trotzdem, das ist interessant für euch. Und ja, wenn ihr Spaß habt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao. Und Christian, Dankeschön. Jo, danke auch, Andreas. Tschüss.